Hallihallo ihr Lieben, hier ist mal wieder euer Lars und ihr schaut BDVR Gaming und ja, direkt zu Weihnachten gibt es jetzt noch den Vergleich 6900 XT und 3080 Ti. Ich habe jetzt natürlich nicht jedes Spiel testen können, nicht jede Anwendung testen können, aber ich habe mir das ein oder andere angeguckt, auch mal den ein oder anderen Benchmark und habe 6 Spiele verglichen und ich muss euch sagen, da sind ein paar Sachen rausgekommen dabei, da war ich überrascht. Wir werden uns mal ganz kurz die technischen Daten beider Karten angucken und dann werde ich euch die Gigabyte Gaming OC 3080 Ti mal ein bisschen im Detail vorstellen, aber auch nur ganz kurz. Ich will euch da auch gar nicht großartig mit Theorie langweilen, sondern wir werden dann auch ganz schnell in die Tests reinschauen. Und dort werden wir uns dann mal angucken, welche Karte sich wie mit wie viel Frames geschlagen hat. Ja, ihr Lieben, wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann lasst mir ein Abo da, macht's Glöckchen an, dann verpasst ihr nichts mehr. Und Kommentare und Däumchen sind herzlich willkommen. Und jetzt kicken wir mal, wie sich die beiden Kärtchen so geschlagen haben. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, ihr Lieben, und als erstes gucken wir uns mal kurz die technischen Daten an, damit man so ein bisschen einen Background hat, was in welcher Karte wie funktioniert. So, ihr Lieben, und wir gucken hier mal kurz durch, und zwar in Rot in der AMD-Farbe die RX 6900 XT, meine ist von PowerColor, und in Grün in der Nvidia-Farbe die Gigabyte Gaming OC RTX 3080 Ti. Also, die PowerColor, die 6900 XT, hat 16 GB GDDR6 RAM, die 3080 Ti dagegen nur 12 GB, allerdings GDDR6X RAM. Was ist der Unterschied? Ja, zum einen die Anbindung, die 6900 XT ist mit 256 Bit angebunden und die 3080 Ti mit 384 Bit. Das ergibt eine Bandbreite von 512 GB pro Sekunde bei der 6900 XT und 912 GB pro Sekunde bei der 3080 Ti. Also die 3080 Ti kann deutlich mehr Daten durchschaufeln als die 6900 XT, obwohl diese mehr Gigabyte an RAM zur Verfügung hat. Ja, der Basistakt der 6900 XT liegt bei 2015 MHz, der 3080 Ti bei 1365 MHz. Geboostet kann das Ganze bei der 6900 XT auf 2250 MHz werden und bei der 3080 Ti auf 1710 MHz. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, diese Taktfrequenzen haben auch wirklich einen großen Einfluss auf die Temperatur. Denn kleiner Spoiler, die 3080 Ti kriege ich kaum über 70 Grad. Also da muss ich schon echt richtig Feuer auf das Ding geben, damit die mal die 70 Grad Marke knackt. Bei der 6900 XT war es gang und gäbe, dass man so zwischen 90 und 100 Grad rumdümpelte. Das war völlig normal für die. Ne? Also ich denke, hier liegen die Taktraten auch irgendwo mit an der Temperatur dran schuld. Ja, Shader sind halt nicht mehr so richtig vergleichbar, weil, naja, die 6900 XT hat 5120 Shader und die 3080 Ti 1240 CUDA-Kerne. Das sind jetzt keine richtigen Shader mehr, also man kann es nicht als vollwertige Shader bezeichnen, da hat Intel ein bisschen getrickst und von daher ist das schwierig zu vergleichen. Ja, und die Leistungsaufnahme beider Karten 6900 XT 300 Watt und 3080 Ti 350 Watt. Ich muss dazu sagen, ich betreibe in meinem Rechner ein Be Quiet Pure Power 11 mit 700 Watt und das läuft ohne Probleme. Na? Empfohlen wären angeblich 850 Watt, wenn man so auf diese Herstellerseiten guckt, aber also mit meinem 700 Watt Netzteil hier gab es noch nie Probleme. Das ist goldzertifiziert, 80 plus. Darauf sollte man achten. Also man sollte jetzt wahrscheinlich keinen nur den billig China-Schrottteil irgendwie hier reinbauen. Das sage ich immer wieder. Da kann es ein nettes Feuerwerk geben. Aber mit so einem vernünftigen Netzteil, ja, also bei mir reichen die 700 Watt ganz locker. Ich hatte noch nie Probleme mit meinem Rechner nie.
So, jetzt gucken wir das gute Stück, die 3080 Ti, uns aber mal so ein bisschen im Detail an. Da ist das gute Stück. Und ja, die Backplate mit diesem Zusatzkühlrippchen darunter macht einen guten Job. Bleibt bei mir alles relativ kühl, muss ich sagen. Also kühler als die andere, die 600 XT. Wir haben dreimal DisplayPort 1.4a und zweimal HDMI 2.1. Passt bei mir, da kriege ich alles dran, was ich brauche. Die zweimal 90mm und einmal 80mm Lüfter machen wirklich einen guten Job und sind auch ziemlich leise, selbst unter Last oder wenn man zockt. Ja, sie hat eine RGB-Beleuchtung, sie ist von Haus aus übertaktet und hat 4 Jahre Garantie. Und wenn sie eingebaut ist, macht sie auch einen ziemlich schicken Eindruck. Man kann diese RGB-Beleuchtung da unten bei dem Gigabyte-Schriftzug noch ändern, aber ansonsten ist das eine schöne Karte. Ja, ihr Lieben, und jetzt haben wir mal so die technischen Daten uns angeschaut und die Karte an sich so nochmal ein bisschen im Detail. Und jetzt gucken wir mal auf die Testergebnisse, was ich mit der Karte alles angestellt habe. Ich habe einmal 3D-Mark laufen lassen, ich habe einmal den OpenVR-Benchmark laufen lassen und dann habe ich mir ein Video rendern lassen in DaVinci Resolve und habe dort mal geguckt, wie sich da die beiden Karten schlagen und habe ein Flat-Spiel mir angeschaut. Oh, was ist denn da los? Ja, ich habe mir ein Flat-Spiel gekauft. Nicht nur für den Test, sondern weil ich es wirklich sehr interessant fand. Welches, das zeige ich euch auch gleich mal. Geiles Spiel, aber ich werde jetzt nicht wieder zum Flat-Spieler, definitiv nicht. Ja, und dann habe ich mir 6 VR-Titel angeschaut, die wir uns auch gleich mal im Vergleich angucken. Und wie schon gesagt, bei VR gab es dann so ein paar... Ja, wie soll ich sagen? Ich war über manches Ergebnis ein bisschen überrascht. Aber das jetzt mal relativ kompakt für euch aufgearbeitet. So ihr Lieben, also wie schon gesagt, jetzt erstmal 3D-Mark. Und da seht ihr oben rechts das Bild von der 6900 XT und unten links die 3080 Ti. Und das wird auch in allen weiteren Tests genauso bleiben, dass ihr quasi, ja, genau diese Anordnung überall habt. Und ich muss sagen, in 3D-Mark hatte die 6900 XT immer die Nase vorn. Und das sogar mit teilweise ganz schönem Abstand. Also so zwischen 10, 15 bis 20 Frames per Second hat die da mehr gerissen. Das war krass. Und auch hier in den beiden Grafiktests sieht man es nochmal. Also da sind, die ist immer vorn dran mit den Frames. Und ja, dementsprechend sah dann auch das Ergebnis aus. Jetzt kommt gleich noch der CPU-Test, der ist nicht ganz so ausschlaggebend. Da liegen wir logisch gleich auf, weil an der CPU hat sich ja nichts getan. Aber jetzt schaut euch das mal an. 19.139 Punkte bei der 6900 XT, 15.854 Punkte bei der 3080 Ti. Wow, da dachte ich dann so, naja, aber ich lasse das nochmal durchlaufen, aber ohne Aufnahme, also ohne OBS und guck mal, was sich dann tut. Und das habe ich dann mal gemacht und da habe ich aber dann natürlich nur einen Screenshot gemacht. Und den blende ich euch jetzt mal hier ein. Ja, ihr Lieben, und das ist der Screenshot, den ich dann quasi gemacht habe, nachdem ich OBS ausgeschaltet habe und das Ganze nochmal so durchlaufen lassen habe. Und da sieht es schon ein bisschen anders aus, ne? Da ist die 6900 XT bei 19.650 Punkten. Ordentlich. Und die 3080 Ti bei 18.986 Punkten. Also die hat hier richtig Gas gegeben. Das sind über 3.000 Punkte, ne? die hier zugelegt hat. Und naja, OBS scheint hier wirklich eine Menge zu zerren, wenn man mit der 3080 Ti aufnimmt. Hätte ich jetzt so nicht vermutet, aber krass. Naja, auf jeden Fall sind sie jetzt hier fast wieder gleich auf. Fast. Ne? Die 3080 Ti liegt trotzdem ein kleines bisschen dahinter, hinter der 6900 XT. Aber das, denke ich, ist nahezu zu vernachlässigen. So,
Wir gucken weiter. Ja, und das ist Art of Rally. Geiles Rally-Spiel, ehrlich. Ein bisschen arcadisch, aber ich liebe es. Aber guckt euch das hier mal an. Ja, hier sind die Frames. Ihr seht es auch unten in den Ecken. Ja, so circa bei 200 Frames per Second. Und das, ja, egal mit welcher Karte, es läuft beides super flüssig. Und ja, dadurch, dass ich jetzt nicht der Flat-Spieler bin, habe ich jetzt auch noch nicht 150.000 andere Spiele ausprobiert, sondern das ist es halt. So, und jetzt kommt hier DaVinci Resolve im Zeitraffer. Und ich habe das Berlin Microsoft Flight Simulator Video nochmal gerendert. Und da gucken wir mal, wo die Zeit jetzt stehen bleibt. Und das ist bei der 3080 Ti bei 2,34 und bei der 6900 XT bei 2,41. Also da ist es tatsächlich schneller, die 3080 Ti beim Rendern. Und hier lassen wir jetzt mal den OpenVR Benchmark laufen. Und hier wiederum gab es auch eine kleine Überraschung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil in 3D-Mark sah das noch anders aus. Aber schaut euch das mal an. Wir haben 26,77 Frames per Second bei der 6900 XT und 30,7 Frames per Second bei der 3080 Ti. Nebenher noch aufgenommen. Also was sagt uns das jetzt? Ist die 3080 Ti tatsächlich für VR die bessere Karte? Ja, wir kicken mal weiter, Leute. Ja, hier No Man's Sky. Und hier haben wir tatsächlich bei der 3080 Ti 5 Frames mehr. Und ja, das ist jetzt nicht immer noch nicht der Reiser, aber es war interessant. Beim Eurotruck Simulator übrigens, da hat sie völlig durchgedreht. Da bin ich 20 FPS mehr rausgekommen bei der 3080 Ti. Also keine Ahnung, was da los ist. Das Spiel läuft mit Nvidia wahrscheinlich deutlich besser. Ja, Star Wars Squadrons. Da haben wir einmal mit der 6900 XT 45 FPS, mit der 3080 Ti 55 PS. FPS natürlich. Auch hier ist die 3080 Ti stärker. Und in Automobilista 2, da liegen beide sehr gleich auf. Die 3080 Ti hat hier manchmal einen kleinen Vorsprung, aber wirklich nur einen kleinen Vorsprung. Ansonsten beide bei 45 FPS ungefähr. Ja, Half-Life Alyx, da muss ich sagen, da weiß ich nicht, was mit meiner 6900 XT los war, weil die war am Anfang auf 90 FPS und ist dann auf 45 runtergegangen. Eigentlich zocke ich das Spiel mit der mit 90 FPS. Bei der 3080 Ti, ja, lagen die 90 FPS stabil an und ja, so kenne ich das auch von der 6900 XT. Und bei Skyrim VR wiederum schafft die 6900 XT nur 70 FPS und die 3080 Ti permanent 90 FPS. Ja, ihr Lieben, also das ist ja jetzt natürlich nicht allumfänglich, ne? Und ich konnte auch noch nicht alles testen und ja, was soll ich sagen? Also ich habe das Gefühl, dass die 3080 Ti mit VR besser umgehen kann. Die 6900 XT ist eine bockstarke Karte und schlägt die sicherlich auch in einigen Aspekten. Aber gerade was VR angeht, habe ich das Gefühl, dass die 3080 Ti hier ganz oft die Nase vorn hat. Ich habe dann quasi bei Eurotruck Simulator 2 nochmal ohne Aufnahme das Ganze laufen lassen und war dann dort teilweise bei 60 FPS. Konnte also den Reprojection-Mode ohne Probleme anschalten. Ich muss auch dazu sagen, alle Spiele hier waren auf der höchsten Einstellung, die es gibt. Also alles auf Ultra, alles Volllast. Ne? Super Sampling auf 100% bei der G2 drin. Und ansonsten wirklich alles auf Volllast. Und wie schon gesagt, Eurotruck Simulator 2 konnte ich im Reprojection Mode mit stabilen 45 FPS zocken, ohne Aufnahme. Völlig krass. Also wäre mit der 6900 XT undenkbar gewesen ohne FSR. Ja,
Skyrim von 70 auf 90, ja, es ist ein altes Spiel und okay, da, ja, machen wir jetzt keine große Welle, aber es ist trotzdem beachtlich, dass da 20 Frames mehr rauskommen. Bei No Man's Sky habe ich mal ausprobiert, DLSS anzuschalten und auf Qualität. Und da muss ich auch sagen, da habe ich auch mit DLSS und Qualität die Frames rausbekommen, sodass man stabil im Reproduction-Mode mit 40 bis 45 Frames spielen kann. Also sprich 80 bis 90 FPS. Fand ich auch sehr nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich denke tatsächlich, dass Nvidia hier, was VR angeht, stärker ist. Warum auch immer. Ich werde mir jetzt demnächst nochmal den Microsoft Flight Simulator in einem separaten Video angucken. Weil da will ich ein bisschen genauer hinschauen, da will ich ein bisschen genauer testen und auch gucken, wie es da wirklich läuft. Aber ich bin jetzt schon mal eine Runde ohne Aufnahme allerdings über Zwickau geflogen. Bloß so mal so 5 Minuten. Bloß mal, ich wollte nur gucken, wie läuft's. Mehr habe ich nie gemacht. Ich habe auch nichts verändert an den OpenXR-Einstellungen oder an den Einstellungen im Spiel. Die sind genau die gleichen Einstellungen wie vorher mit der 6900 XT. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es hat sich smoother angefühlt. Es hat sich, ich würde behaupten, dieses Mikroruckeln ist weg. Aber wie schon gesagt, da will ich mich noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Da werde ich mir nochmal genau anschauen, was da los ist im Microsoft Flight Simulator. Und natürlich werden wir jetzt auch noch so ein bisschen Langzeittest machen. Ne? Also, ja, ich werde mir immer wieder Sachen anschauen, euch berichten. Ich will natürlich dieses FSR-Tool auch mal testen, weil das funktioniert auch mit Nvidia-Karten. Angeblich nicht so gut wie mit AMD-Karten, aber genau das werden wir auch ausprobieren, weil ich denke, da könnte man in Automobilista 2 noch ein bisschen was rauskitzeln und ich werde mir natürlich noch weitere andere Spiele mit der 3080 Ti anschauen. Mein Fazit oder mein jetziges Fazit ist aber, die 6900 XT ist eine bockstarke Karte, macht ihren Job gut, aber die 3080 Ti macht ihren Job in VR zumindest besser. Die 6900 XT wird jetzt verkauft und die 3080 Ti bleibt im Rechner. Ich bin schon mal froh, ich habe diese 1900 Euro nicht umsonst ausgegeben. Sie läuft tatsächlich in VR besser. Und das heißt aber nicht, dass die 6900 XT in VR schlecht läuft. Nein, um Gottes Willen. Aber wie ich euch im letzten Video schon gesagt habe, ich bin der Simulationsfan. Ich liebe VR und diese Kombination Simulation und VR erfordert jedes Frame. Und die 3080 Ti, die quetscht mir hier noch ein paar Frames raus, die die 6900 XT nicht rausquetschen konnte. Und genau deswegen bleibt sie im Rechner liegen. So ihr Lieben, das war jetzt ganz schönes Gelaber-Rhabarber am Ende noch, aber ich wollte es nochmal so ein bisschen rund machen. Und wenn ihr euch noch irgendwas fehlt, wenn ihr noch irgendwas getestet haben wollt, wenn ihr euch noch irgendwie, ja, irgendwelche Spiele, die ich mir anschauen soll und so weiter und so fort, dann schreibt mir das unten in die Kommentare. Ich werde natürlich, ja, soweit mir das möglich ist, das Ganze auch berücksichtigen und euch dann Videos dazu machen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir natürlich ein Abo hier, macht's Glöckchen an, dann verpasst ihr nichts mehr und, ja, Däumchen, Kommentare, alles her damit. Okay, ihr Lieben, gut, dann wünsche ich euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, ruhige und besinnliche Feiertage mit euren Liebsten und wir sehen uns definitiv nochmal vorm Jahreswechsel und bis dahin, ja, macht's gut, ich wünsche euch was. Bye, bye.